Heute sage ich Hallo zu Echo Folge 7 und wir starten rein. Wenn man wieder machen will, dann ist eine Machete ganz gut. Alles klar. Ein Wooden Bow. Bodenprüfer. Was wenn man sie dann auch nicht weiterverwenden will, geht auch Napalm. Ja. Ich bin immer noch zu blöd. Wo hast du die Werkzeuge hergestellt? Hier bei der Tool. Ich habe diese Tool-Bench. Habe ich erstellt. Achso, die hast du auch extra gebaut. Ja, die musst du extra bauen. Okay. Kriegst doch nichts umsonst, weißt du. Ja, ist schon klar. Wie kriegen jetzt die Pflanzenfasern in mein Lager? Wahrscheinlich auf 7 und dann. Moment. Genau, hab's gefunden. Hast's gefunden, mei, super Kalle. Das ist ja einwandfrei. Hell wird's auch schon wieder. Und ich hab kein Holz mehr. Man muss ja wohl wieder einen Baum fällen. Neu. Schon mehr. Neu, da liegt noch eine. Da haben wir dann. Ja. Da liegt noch etwas. Ja, ich habe ein großes Lager. Juhu. Es gibt ja mittlerweile richtig große Spinnen. Das ist ja eklig. Kann ich die töten? Ich finde das viel ekliger, dass die so grün leuchten. Das macht mir Angst. Nee, die nicht, sondern es gibt nur richtig große, habe ich jetzt gerade gesehen. Die läuft jetzt gerade in der Richtung. So richtige Vogelspinne mit gelben Streifen. Mich hat ja nur gerade eine Hummel angefallen oder was immer das war. Da hier, bei mir. Was fehlt jetzt da noch? Ich weiß nicht, wie man killen kann. Okay. 17 Steine und 50 Arbeitskraft. Vielleicht sollte ich mal einen von meinen leckeren Bohnen-Eintöpfchen probieren. Weil das wird hier schon wieder knapp. Vielleicht, ja. Vielleicht solltest du das. Fischi und Eintopf. Wenn du es nicht isst, dann mache ich halt hier den Vorkoster. Ich hätte schon essen, aber ich habe bis jetzt noch nichts gebraucht. Ja, weil du immer deine Erdbeeren frisst. Die schmeckt es wohl bei mir nicht, hä? Ich hab keine Erdbeeren. Ich esse Tomaten. Und die schmecken tatsächlich nicht. Also pur. Das ist Salz, wäre nicht schlecht. Aber wir sind ja hier irgendwo im Nirgendwo gelandet. What? Nicht? Wieso ist das jetzt zweimal Erde? Da war doch gerade noch Stein. Kannst du das bitte aufnehmen, danke. So. Inventar voll. Kann gar nicht sein, dass mein Inventar voll ist. So, hallo. Nicht genügend Platz im Inventar. Sag doch mal. Da brauchst du eine Kiste. Neu. Weißt du, ich habe mir schon ein großes Lager gebaut, da geht das schon. Angeber. Ja, das habe ich vorhin schon mal gebaut, aber ich habe es nicht platzieren können, weil ich nur keinen Platz gehabt habe. Jetzt muss ich erst mit der Schaufel Platz machen. Wir brauchen Felder, damit wir was anbauen können. Kein großes Lager. Ja, ich bin auf. Du wirst es echt glauben, aber ich bin voll und ganz auf den Landwirt gegangen. Auf den Landwirt? Ja, voll und ganz nett. Also gut, ich habe auch noch einen Jäger einen Punkt vergeben, aber. Wieso hast du 2 Punkte vergeben können? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich das auch? Und wie komme ich da wieder hin? Unten links ist doch diese Essensanzeige und dazwischen drin ist dieser Charakter XP, Stern. Dieser Stern. Genau. Ja, und wo sehe ich ihn da, wie viel ich vergeben kann? Wenn es den anzeigt, dass du 2 unten hast, dann kannst du 2 vergeben. Wenn es bei dir bis einen anzeigt hat, bei dem Stern, dann hast du bis einen gehabt. Was nochmal? Wenn, das zeigst du unten an, du hast ja da ein Ding gehabt. Voll, jetzt komme ich nämlich hoch, oder was? Du hast ja unten dran stehen gehabt, in dem Stand steht da drin 0, 1, 2, 3 und dementsprechend kannst du da mehrere Sterne vergeben. Ach, da steht. Irgendwie steht da bei mir gerade nichts. Oder ja, ich habe jetzt versehentlich einen auf Überlebenskünstler vergeben. Nee, das hatte ich vorher schon. Ja, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Ich hatte ja bis jetzt auch erst 2 und das war eben einer auf Landwirt und einer auf Ding.
Ja, ich habe jetzt den einen als Koch und den einen als Überlebenskünstler. Jupp. Ja, wird schon passen. Wird schon schreien, wenn da nochmal was steht. was fehlt denn? Es fehlt immer noch Stein. Ich glaube doch. Kann sich noch ein bisschen um Stunden handeln, bevor es hier mit meinem Tutorial weitergeht. Wie es halt lauter so tolle neue Sachen gibt, gell? Was ist denn hier eigentlich nächste? Spezialisierung gewähren große Vorteile, wenn sie gewählt werden. Diese Vorteile können durch Verbesserung. Mhm. Verbessere das Level deiner gewählten Spezialisierung. Mhm. Gelegentlich erlauben Spezialisierungen, dir zwischen speziellen Talenten zu wählen. Mhm. Wähleweise. Führe, was fahre mit dem Mauszeiger über den Text, um zu sehen, wie du auf den Forschungstisch kommst. Ja. So, du bist jetzt da wahrscheinlich, wo ich auch gerade bin, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe vergessen, weiterzumachen. Mal wieder. Der Klasse hier. Aber das war's. Zumindest die Spezialisierung musst du das letzte. So, jetzt ist mein Forschungstisch, glaube ich, gleich fertig und dann kann ich die Aufgabe nämlich auch abschließen. Genau. So. Dann tun wir den jetzt hier mal rausnehmen. Was wolltest du haben? Dann, was wollte ich haben? Waldliliensamen. Pflanze eine Waldlilie. Ja, was ich nicht wieder gekriegt habe. Ach, was du essenstechnisch wolltest. Ich wollte gar nichts. Ich habe gesagt, du kannst alle deine Zutaten, die du so hast und selber nicht verarbeiten kannst, in diese Kiste packen, die neben meinem Lagerfeuer steht. Mhm. Und dann verkoche ich uns die einfach, wenn du möchtest. Mhm. Wieso kann ich jetzt das hier nicht platzieren? Wieso kann ich jetzt den Forschungstisch nicht platzieren? Wahrscheinlich, weil meine Hütte keinen Boden hat. Oder weil deine Hütte nicht hoch genug ist. Der Forschungstisch braucht, glaube ich, eine Höhe von mindestens 3 Blöcken. 3 oder 4 Blöcke braucht er. Der ist ewig hoch. Der fährt sich dann so komisch aus, so ganz bescheuert. Achso, ich habe ihn jetzt einfach mal freigestellt, weil ich gerade nicht anders kann. Aber wenn du nicht, wenn du ins Freie stellst, kannst du ihn nicht benutzen. Doch, nein. Nein, da leuchtet er irgendwie rot. Oder steht dran inaktiv oder irgendwie sowas. Ach, das ist doch doof. Kann ich den jetzt hier wieder wegnehmen? Ja, kannst du wieder abbauen mit dem Hammer. Kannst du mit dem Hammer einfach wieder abreißen. Okay, ja toll. Dann muss ich jetzt die Bude nochmal aufdingsen, oder wie? Muss höher machen, ja. Ja, ich muss die wahrscheinlich auch größer machen, weil da stand auch irgendwas von 25 Quadratmeter. Ja, dann brauchst du einen größeren Raum. Ach, bestimmt. Das ist doch nicht... Das, nö. Ach, nö, wieso? Kann ich ja nicht alles wieder wegreißen hier. Schweinerei. Na gut, dann muss das wohl so. Was muss, das muss. Aber wenn es echt lästig ist, ja. Ja, das ist ja blöd, das hätten sie einem ja vorher sagen können. Weiß ich aber nicht, ob das nicht sogar in dem Tutorial erwähnt worden ist. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es erwähnt worden ist und dann stimmt es gar nicht. Nein, haben wir doch vorhin zusammen gelesen, dass da nicht dabei stand, wie breit oder wie groß oder wie hoch die blöde Hütte sein muss. Das kam komischerweise, nachdem die Hütte fertig war. Ach so. Da kam dann, ist dann so ein kleines Fenster aufgeploppt, wo dann dran stand, wo dann das Menschgalle angezeigt wurde und dass du 2 Blöcke noch größer brauchst. Total bescheuert. Und dann die Decke. Also insgesamt 3 Blöcke größer, also 5 Blöcke groß. Jetzt ist hier wieder. Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Das kann ich hier nicht bauen, weil da der Scheiß liegt, oder wie? Boah, kennt das. Kinders, das regt mich jetzt gerade auf. Wahrscheinlich sagt er bei mir jetzt auch gleich, dass mein Raum zu klein ist. Wundern, da hat mir nichts. Das schöne Haus. Doch, juhu, er geht. Ja. Jetzt warte mal, kann ich dann nicht auch hier gleich noch, wenn ich sowieso schon dabei bin?
Dann könnte ich ja theoretisch auch. Boah, aber das Fundament ist schon ein bisschen übertrieben. Kann man das nicht kleiner machen? Fundament? Das naja, normale, Boden. der Block, oder? Wenn ich Ja. jetzt tatsächlich Boden mache, Ja. der ist ja riesig. Ja, ich weiß, aber den habe ich auch genommen. Ja, ich hab's gesehen. Wo Schön, kann ich wie er halt jetzt die kleine Bäume ist. die ganze Hütte nochmal bauen oder wie? Das ist ja doof. Nee, du kannst doch die Hütte stehen lassen. Du kannst einfach dann anfangen auszugraben. Huch, jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. Ach so, das ist ja fancy. Warum sagt mir sowas keiner? Also du kannst einfach ausgraben. Das ist Was gar kein sagt sie mir Problem. jetzt? Entschuldigung. Das sagt sie mir jetzt, die Uschi. Warte mal, Na mach doch gut. mal eine. Kannst du das jetzt auch wieder zumachen? Weil da, wo du jetzt ein Loch hast, wollte ich eigentlich gar keins. Doch, du musst da bis da draußen den Boden hinziehen, weil sonst hast du Gras. Du siehst es hier an dem Block, dass du hier den hier auch machen musst. Aber das sind Wurzeln vom Baum, deswegen kannst du die Erde nicht wegmachen. Genau, und jetzt schaut das nach dem Boden aus. Kannst du mir das dann mal hier auf 5x5 aufgraben? Das Problem ist, der Baum muss weg, weil da, wo Ja, Wurzeln sind, ich der kann aber nicht Baum alles wohnt in. gleichzeitig machen. Ich habe doch hier alles voll. Nee, ich wollte es nur sagen, weil wenn der Baum hier nebendran ist, da, wenn du jetzt hier, wenn ich hier versuche zu graben, sag doch mal, dass die Dinge in der Nähe ist. Ja, warte Also, mal, ich versuche dass mal den die. Scheiß hier loszuwerden. Und dann versuche ich dir hier mal zu helfen. So, warte mal, was muss jetzt hier weg? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Der Baum hier muss weg. Ja, und wahrscheinlich auch der ganze Rotz, der hier rumliegt, oder? Nee, der ist, stört gar nicht. Die Wurzeln vom Baum stören. Okay, ja, warte, ich hau dir auch den Baum weg. Muss aber auch den Stamm rausmachen. Da brauche ich wahrscheinlich, na doch nicht. Nee, da brauchst du kein extra Werkzeug. Du weißt, was ich gemeint habe, ne? Ja, das dachte, du brauchst jetzt vielleicht zum Entwurzeln ein extra Werkzeug. Aber ich kann sie beruhigen. Nein, brauchen sie nicht. Gut. Also jetzt pass auf, die Fläche, die wir hier so, das da hinten lassen wir stehen und dann tragt man insgesamt 5x5 oder 6x6 oder so. Nee, so wie halt deine Außenwand ist. Ja, aber es muss noch ein bisschen größer werden, weil sonst 25 Quadratmeter und so. Oh. Ja, dann würde ich sagen, dann hebe ich jetzt. Ich stecke den Baum fest. Auf jeden Fall mal das aus, was dein. Oder wie groß? 5x5. Aber das hätten wir ja hier schon 5x5. Jetzt warte mal, ich mache hier die Tür, hätte ich gerne irgendwie noch weg. Warte mal kurz. Das hier machen wir noch weg. Das machen wir auch weg. Das Dach machen wir runter. Genau, das kann jetzt hier stehen bleiben und dann machst du hier noch ein Stück weiter und dann ist wahrscheinlich da drüben gerade so die Kiste nicht mehr im Weg, hoffe ich, weil sonst habe ich ein Problem mit meinem Lagerfeuer. Alles klar. Bei diesem komischen Forschungstisch kann auch sein, dass er eben meckert wegen dem Boden. Dass er dann tatsächlich den Boden will. Ja, eben drum habe ich ja gesagt, dann machen wir es jetzt gleich gescheit. Darum reiße ich ja jetzt gerade den ganzen Schotter hier weg. Ja, yippie, Es gibt immer was zu tun. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Sand. Schön. Gut zu wissen.
Uiuiui, wie weit brauchst du noch? 1, 2, 3, hier überall noch eine Reihe dran. Na, halt, warte, dich auf der Seite. Also jetzt hier, da noch eine Reihe und da noch eine Reihe. Hier. Genau. Da nicht, oder wie? Doch, da auch. Warum hast du dann gerade eben gesagt, warte mal? Weil du hinterm Haus verschwunden bist und ich dachte mir, du machst hinter der Mauer noch einen Graben. Nein, nein. Ich mach dir hier auch den komischen Dings da weg. Falls der stört. Kann gut möglich sein, ja. So. So. Ach, wieder diese tiefenentspannte Musik. Keine Ahnung, ob die bei dir auch kommt, aber. Ja, nö, ich höre nichts. Kann aber auch sein, dass ich die irgendwie ausgeschaltet habe. Kann gar nicht sein. So, es müsste jetzt eigentlich so sein, wie du es gesagt hast. Warte, ich bin gleich bei dir. Oder hier nochmal was raus. Warte. Ja, ist ja klar. Okay, bei mir ist jetzt die Temperatur mittlerweile auch unangenehm im Raum. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.